Ich würde mal nachgucken, ob alles bei mir befestigt ist am Körper. Oder also, dass es nicht rausrutschen kann irgendwie. In der Zauberstab am Rücken befestigen und dann ebenfalls bedächtig über den Rand steigen wie Reling und ins Wasser springen. Der Trank gekippt, dem Kopf voran von der Reling ins Wasser eingetaucht. Bin ich der Einzige, der ganz normal an der Strickleiter hinuntersteigt, anstatt vom Deck zu springen? Ja, wenn du gerade runtersteigst, siehst du, wie Raffi mit Mira zusammen über Bord springt und dann dem Bären einmal klar macht, dass man jetzt unter Wasser atmen kann. Also bis das gelungen ist, bin ich mir sehr sicher, dass ich auch in aller Ruhe diesen Leiter runtergeklettert bin. Das ist richtig. Ja, Mira natürlich als Eisbär kann hervorragend schwimmen und ist dann auch sehr schnell, auch in diesem kalten Wasser, sehr schnell beheimatet. Das Öl auf der Oberfläche scheint sie nicht so sehr zu stören, das Blut noch viel weniger von der Seeschlange. Und während ihr euch so ein bisschen orientiert in dieser Nachtschwärze, in diesem Blau, könnt ihr erkennen, wie unter euch wohl ein Rochen schwimmt, der grob 2 Meter groß ist. Alligan ist verschwunden. Naja, also die sind immer sehr flott unterwegs, die Magier außer Landfahrer. Ich signalisiere Abel mir mal auf Attack Licht. Sehr die Lichtquelle. Ich denke, noch können wir relativ gut sehen, oder? Ja, also aktuell befindet ihr euch noch an der Wasseroberfläche. Könnt ihr euch ein bisschen orientieren, könnt dann noch den Kopf mal so unter Wasser strecken und dieses Atmen mal anzutesten. Fühlt sich natürlich sehr ungewohnt an, Wasser zu atmen und euren Lungen zu spüren. Es kribbelt immer wieder ein bisschen, aber ja. Ich signalisiere auf Attack zurück, also Augenzeichen, deutet auf meine Augen oder dieses Phosphorus-Glas-Ding raus und signalisiere es später. Und beginnt zu tauchen. Ich tauche hinterher. Ja, ihr könnt noch ein leises Aves mit uns hören und dann taucht auch Avianda ab. Ebenso tut das Hüvela Marix Fuchsecker. Und ihr versinkt in der Schwärze. Wie ist das? Wenn ich jetzt ausatme, wenn ich jetzt einatme, werde ich dann, oder füllt sich meine Lunge mit Wasser und es bleibt gleich und prinzipiell sinken wir alle. Ist jetzt die Frage, was habt ihr für ein Elixier getrunken? Ich frage einfach mal. Popowasser. Das ist aber. Der Anwender kann unter Wasser atmen. Solange, bis der Anwender nach einem beliebig langen Unterwasseraufenthalt wieder in luftgefüllten Raum betritt, erreicht. Also beliebig lange, ja, bis zum luftgefüllten Raum. Okay, noch irgendwas, was ihr bei euch habt, was ihr getrunken habt, außer dem atembaren Wasser? Hätten wir noch Eulentränen gehabt? Ja, Alchemie aus dem Handgelenk wird sicherlich funktionieren. Den Iffernstrunk natürlich. Genau. Genau. Also den zuerst und dann das Purpurwasser. Was tut der Iffernstrunk? Er schützt einen vor Kälte und Nein, das war's. Er macht immun gegen Kälteschaden. Immun, genau. Okay, gut. Das ist nämlich das, was ich wissen wollte. Ansonsten hätte es natürlich kräftig Kälteschaden im Verlaufe gegeben und für Zulamin nochmal mehr. Und permanenter Kälteschaden ist nicht gesund für Gliedmaßen. Meine Nippel sagen ja. Okay, dann taucht ihr hinab. Stille. Nur ein fernes Geräusch, unwirklich. Die Kälte, die euch umfängt, je tiefer ihr taucht, eine tückische, schleichende Kälte, die sich auf eure Haut und eure Glieder setzt, die euch aber nicht wehtut. Es ist trotzdem unangenehm, gerade für Zulamin. Mit kraftvollen Bewegungen der Arme zieht ihr eure Körper weiter hinab in die Tiefe. Wie die Arme eines Kraken, der euch umringt, spürt ihr den Druck des umgebenden Elements auf euch lasten. Bei jeder Bewegung stemmt ihr euch diesen Lasten entgegen, die umso größer wird, je tiefer ihr hinabsinkt. Es dauert einige Zeit. Und dann könnt ihr wohl sehen, wie große Stücke von der Seeschlange hier abgesunken sind. Der Leib, der zu Boden eine Spur nach sich gezogen hat, zu Boden gesunken ist und unter euch dann auf dem Boden den wohl erreicht hat. Das sind nur wenige Schritt. Ihr würdet fast sagen 50 Meter nach unten. Und dann könnt ihr auch sehen,
wie die Seeschlange auf einem Wrack aufgesetzt ist. Ihr wisst nicht genau, was das für ein Schiff ist oder war, wohl mittlerweile leicht versteinert, so sehr alt es ist. Jalan kann auch einige bornische Symbole darauf erkennen, eine ja, ehemals Flagge, wohl nicht mehr viele Korallen, die an dem Schiff hochgewachsen sind. Aber dort unten liegt es in der Dunkelheit. Immer noch nicht ganz erreicht, die Seeschlange, wie gesagt, so ein bisschen auch aufgespießt von den restlichen Masten, die da nach oben ragen. Da könnt ihr eine Bewegung unter euch erkennen. Irgendetwas ist dort. Etwas Schnelles. In der Dunkelheit. Grau. Schemenhaft. Ich signalisiere mal Achtung. Ich würde mal ganz genau hingucken. Sehe ich was? Ihr könnt gerne mal eine Sinnschärfeprobe würfeln. Ich gehe davon aus, dass meine Dämmerungssicht hier zählt. Ja, es ist dunkel. Das Wasser blockiert natürlich auch so ein bisschen die Sicht, aber im Rahmen des ist es vor allem die Lichtverhältnisse. Wenn es 18 Eulen drin sind, sind die um 4 abgebaut. Wie viel auch immer es am Ende ist. Ihr habt euch so ein bisschen versucht, an das Wasser anzupassen. Der schwere Körper, der leicht geworden ist. Sulamin und Boltax, ihr erkennt dort unten am Seeschlangenleib, wie dort einige große Haie zerren. Durch das Blut angelockt und große Stücke herausbeißen. Noch sind sie abgelenkt. Und hinter dem Wrack könnt ihr eine Klippe erkennen, die in die Schwärze führt. Da wird wohl der Meeresgrund weiter abfallen. Viele, viele Meter, vielleicht sogar 100 Meter, die nach unten weiterführen. Und es wäre möglich, an den Haien entlang erstmal ins Wrack in die Sicherheit zu schwimmen. Ich signalisiere Abel mir Gefahr umgehen. Ich nicke und gebe das Signal weiter. Ja, ich antworte dann nochmal mit dem Zeichen für groß und dem Zeichen für Fisch, sodass sich alle auch was unter der Gefahr vorstellen können. Wollt ihr weiter schwimmen? Wir bleiben hilft nicht. Ja, also wir würden versuchen, die zu umgehen. Ja, genau. Also wohin möchtet ihr? Die Seeschlange ist, wie gesagt, so ein bisschen an dem Wrack, um das Wrack herumgelegt. Noch sind die Haie von der Seeschlange abgelenkt und zerren und beißen. Es sind nur 2 Stück, die ihr erkannt habt. Die wohl aber schon ziemlich groß. Also ihr schätzt so auf noch keine 10 Schritt. Vielleicht 8, vielleicht 7, 8 Schritte. Das sind zum Glück noch keine Elfenshaie. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf die Klippe zu. Aber ja, da versinkt ihr auf alle Fälle in der Schwärze. Ansonsten am Boden nichts zu sehen, außer dem Wrack und der Klippe. Ich mach mal warte. Signalisiere Klippe, Fragezeichen. Ich nicke. Versuch mal die Aufmerksamkeit der Hexen auf mich zu ziehen und frage dann einfach, wohin? Miriam deutet auf den Bug. Was tut Saphira? Sie schließt sich ihrer Schwester an und deutet ebenfalls in die Richtung. Dann vorwärts. Dann gebt mir mal bitte alle eine Schwimmenprobe. Besondere Erschwernisse? Außer Behinderung? Genau, Behinderung und ansonsten blutige See. Nur eine +3, weil die Strömungen zurzeit noch nicht so groß sind. Und andere Erschwernisse werden durch eure Alchemie zurzeit abgebaut. Also nur eine Schwimmprobe +3. Also bei dem Wurf alles easy. Kann ich diesen Wurf aufsparen und später aus dem Ärmel ziehen? Nein. Sicher? Ja. Oh. Könnte ich nämlich hinterher echt gut gebrauchen. Ja, ich glaube nicht nur du. Aber 1, 2, 3, 4, ich glaube alle Schwimmproben sind gelungen, ne? Das sieht ganz gut aus. Ich habe die 3 von dir eingetragen, ich habe dann 3 Punkte übrig, insofern. Ja, aber auf alle Fälle hast du es erstmal geschafft und ihr könnt dann an den großen Haien entlang schwimmen und Sulamin und Boltax können auch erkennen, dass die Haie
Ketten um ihre Körper gelegt haben und einige, ja, Pfeile sind das nicht, es sind Harpunale, die an verschiedenen Stellen am Kopf in ihnen eingelassen sind. Auch einige Kampfspuren, die auf den Oberkörpern zu sehen sind. Derweil tauchen die beiden Hexen wohl voran. Saphira und Miriam verschwinden dann im korallenbewehrten Bug des bornländischen Schiffes. Ja, ich und mein Teil schwimmen da hinterher. Ich weiß nicht, was die anderen jetzt machen. Ja, ich schließe mich jetzt an. Ich bin unser Führer, die wissen am besten, wo es hinlang geht. Folge ihnen. Ich folge auch und signalisiere noch mit Blick auf die Haie, Haustier und Veteran. Haustier und Veteran, okay, sehr interessant. In dem Bug könnt ihr, wie gesagt, das ist aufgrund des Alters ist das Holz schon versteinert. Ihr könnt einige Muscheln und Seesterne daran erkennen. Der Sand ist auch so ein bisschen aufgewühlt und könnt euch dann erst einmal in diesem zerborstenen Bug verstecken. Eventuell würde euch auffallen, dass es dann hier so etwas wie Kartoffeln gibt, auch wenn die schon lange zerfallen sind und auch das Grün, was sie ehemals ausgebildet haben, mittlerweile dann auch schon wieder kaputt ist. Also die Kartoffeln, die ehemals geladen waren, wo auch immer das Schiff hin wollte, sind ja nicht mehr benutzbar. Es gibt noch mal andere zersplitterte Kisten und Fässer und die Frauen stellen sich dann hier auf, zumindest Miriam tut es, und würde dann ein Kreis erstmal bilden auf Attack. Ich zucke mit den Schultern und würde mich in den Kreis begeben. Fragender Blick, aber ich stelle mir jedenfalls den Kreis. Miriam deutet auf eine der Kisten, deutet dann auf ihre Arme und dann an dem Bug vorbei durch eines der Löcher in Richtung des Meeresgrundes. Legt euch dann zu. Und nimmt sich dann eines der Fässer und versucht dann mit diesem Gewicht durch den Bug so ein bisschen zu laufen über diesen sandigen Meeresboden, über diesen Bug, der sich dann hier ausgebreitet hat. Durch eins der Löcher verschwindet sie dann und nach kurzer Zeit könnt ihr dann sehen, wie sie gemeinsam mit dem Fass die Klippe runterspringt und verschwindet in der Schwärze. Ja, ich guck Buffy mal an. Deute einladend auf die Kiste. Ja, Rafim würde die Kiste hochheben. Wir anderen erwartungsvoll anschauen. Tudamin zuckt die Achseln. Tippt Mariana auf die Schulter und deutet auf eine andere Kiste. Ja, gut. Links und rechts sind die jeweils. Kann das so schwer gar nicht sein, wir sind ja unter Wasser. Saphira würde sich auch eine etwas kleinere Kiste nehmen und versuchen, bei Rafim auf die Kiste mit ihrer Kiste zu klettern, um noch zusätzlich Gewicht zu liefern. Ja, ich schnapp mir dann auch eine Kiste, nachdem jeder eine hat. Oder halt irgendwas, das mich schwer macht. Vielleicht auch ein kleines Steinchen. Will ich in meine Kiste sein. Irgendwas, was da liegt und schwer genug ist, ne? Sehr gut. Eure Rüstung habt ihr soweit ausgezogen. Welche Waffe führt aktuell Zulamin? Säbel. Abelmir, was führst du? Säbel. Voltax? Mein Dolch, also mein Bernsteindolch, der leicht glüht. Und ich habe meine Rüstung nicht ausgezogen. Und ich trage das Diadem, das ich gefertigt hatte, aus den Petrylsteinen, die ich gekauft hatte. Genau, das hattest du ja für die Zwergen angefertigt, für Angroschminia. Genau. Und dann wurde ich ja überredet, vielleicht doch was aus Rubinen zu machen. Okay. Was führt Rafim für eine Waffe? Boronsichel. Und deine Schlagringe, oder? Ja, die habe ich dabei, aber. Ja. Wie haben wir das? Langdolch und Kurzschwert. Ja. Und auch Rüstung. Jan trägt auch sein Kettenhemd. Und führt das übliche Sammelsurium an Klingenwaffen mit sich rum, also den Nachtwind und Kurzschwert und Dolch und zwei Messer. Ja, das war's. Den Stab hatte ich schon angesagt, oder? Dass ich den Rücken drücken kann. Achso, stimmt. Stab habe ich auch dabei auf dem Rücken. Wir haben das ja auch unten alles aufgeschrieben. Genau. Okay. Saphira, was hast du für eine Waffe?
Echsenkrallen. Genau. Ja, so könnt ihr euch nach und nach dem Beispiel von Miriam folgend eine der Kisten schnappen, ob irgendwas, was viel wiegt, und dann die Klippe runterstürzen in den Meeresgrund hinab. Von Majeska Palligan könnt ihr zurzeit wenig erkennen. Die konnte mit ihrer Rochengestalt auch nicht in das Wrack mit eindringen. Ihr hofft aber, dass sie noch irgendwo neben euch ist oder die Zeichen der Zeit erkannt hat. Zumindest sind die Haie immer noch abgelenkt durch die Seeschlange. Fragt sich natürlich, ob die Seeschlange immer noch existiert, wenn ihr wieder nach oben wollt, und ob die Haie dann auf Jagd gehen, ob sie euch folgen. Wir werden es sehen. So springt ihr nach und nach in das, ja, in den schwarzen Abgrund. Das trübe Grün von dem Wasser wird immer noch finsterer und ihr habt wieder das Gefühl, in die nachtschwarze See von Kerubdorot einzudringen. Es wird immer dunkler, auch wenn die Alchemiker eure Augen geöffnet haben. Winzige Quallen, die an euch vorbeiziehen, Schwärme von silbrig glänzenden Fischen, die euch auch so ein bisschen umkreisen. Neben euch an der Klippe könnt ihr sehen, wie da wohl einige Korallen wachsen, ein großes Riff, was senkrecht an der Wand hängt, die euch dann so ein bisschen in der Strömung wiegend begleiten, ihre Korallenarme vielleicht so ein bisschen nach euch ausstrecken, zumindest habt ihr das Gefühl. Und dann könnt ihr sehen, wie unter euch eine Stadt anwächst und größer wird. Ihr könnt Mauerreste erkennen, die eingebrochen sind. Muscheln, Seepocken, die ganze Stadt muss riesig groß sein. Und während ihr mit den Gewichten nach unten sinkt, der Druck wird immer und immer größer. Ihr wisst nicht genau, wie weit ihr jetzt wirklich nach unten gesunken seid. Ihr könnt mal eine Orientierungsprobe würfeln. Das müssen aber die Überreste einer Stadt sein, einer gewaltigen Stadt. Vielleicht gebaut für Menschen mit der Größe von Raphim oder sogar noch gewaltiger. Die Meeresmassen haben sie allerdings begraben und diesen Teil der Unterwasserstadt ist wohl von Satinaf oder Pyrdakor vernichtet. Wenn ich dir jetzt mit Orientierung, Spezialisierung Stadt komme, haust du mich, oder? Interessant. Nein, du bist noch nicht in der Stadt. Es geht vor allem dann um Wasser und Unterwasser. Okay, versuch mal es wert. Ja, okay. In diesem Fall ja. Hilft Entfernungssinn, um einzuschätzen, wie tief wir gesunken sind? Entfernungssinn hilft und innerer Kompass auch. Ja, dann maximal 6 Punkte. Ja. Raphim, du weißt, das Wrack lag auf 40 bis 50 Metern Tiefe und so lange, wie ihr jetzt gesunken seid, seid ihr sicherlich auf 400 Metern Tiefe. Ja, Raphim würde auch jetzt 400 als Auf-Attack weitergeben und umzeigen. Ja, die Stadt wird größer und größer. Ihr könnt Statuen erkennen, Teile, die wohl vernichtet worden sind. Teilweise glüht der Meeresboden auch so ein bisschen und einiger Rauch oder Schwaden, die nach oben steigen, vielleicht von vulkanischer Aktivität. Boltax vermutet, dass es wohl aus dem Elementarkrieg mit Pyrdakor stammen könnte. Zumindest meinst du drachische, ein ekelhaftes Ziehen in deinem Bauch. Und das ist dann nicht nur dämonisch, sondern sogar fast göttlichem Ursprungs. Also dass Pyrdakors Macht, die vor Jahrtausenden gewütet haben muss, wohl immer noch aktiv ist. Fische, Seesterne, Krebse, Muränen, die ihr erkennen könnt, kleine Kraken, die sich dann auch verziehen mit ihren Armen, während sie dann über die Meeresoberfläche gehen mit ihren vielen Beinen oder mit ihren Armen. Weitere Korallen, Muscheln, auch einige Seepferdchen, die an der Seite von Zulamin schwimmen und diese Schönheit von Raya dann bewundern. Bis ihr dann an dem Riff entlang getaucht seid und ihr könnt sehen, wie Mirja da wohl mit ihrem Fass steht, losgelassen hat und dann so ein bisschen sich mit ihren Armen auf der Stelle hält. Ich signalisiere, ist dies das Ziel? Zur Hexe. Sie zuckt mit den Schultern. Deutet dann mit einem Finger auf die Stadt. Es sind wohl noch ein paar hundert Meter, die ihr in die Richtung schwimmen müsstet. Also so grob 200 Meter, würdest du sagen. Die könntet ihr dann am Meeresgrund wohl noch machen in die Richtung. Und sie weiß es nicht. Sie sieht unschlüssig aus. Ich segle wieder vorwärts.
Zylamin hängt noch einen Moment in der Schwebe und betrachtet staunend diese Stadt, umwabert von ihrem schwarzen Haar. Und wenn Abelmir dann das Kommando gibt, reißt sie sich zusammen und schwimmt hinterher. Zylamin, als du das Fass loslässt und dich so ein bisschen wieder zusammengerissen hast, da kannst du sehen, wie deine Gefährten neben dir verblassen und du in einer Stadt stehst, die allerdings nicht vom Zahn der Zeit gezeichnet ist, sondern immer noch aufragt in ihrem Stolz. Ein gewaltiges Massiv, ein riesiger Berg, der dort nach oben ragt und wohl so etwas wie ein Thron darstellt. Einige Menschen, die laut rufen, du kannst sie hören, in einer fremden Sprache sprechen sie dort wohl, und einige Händler, die wohl an dir gerade vorbeigehen, sie sind gewaltig, größer als Raphim. Dann erinnern sie mich vermutlich an die Zollzacker, oder? Sie sind noch größer. Okay, wow. Sie sehen auch nicht ganz so konstituiert oder körperkräftig aus. Sie sind natürlich muskulös irgendwo, aber sie sind vor allem groß. Mhm. Gerade so ein Wagen, der an dir entlang rumpelt mit irgendwelchen Tongefäßen drauf. Ja, Zylamin betrachtet alles mit großen Augen, weicht paddelnd dem Wagen aus und folgt an der Straße. Ja, du kannst der Straße folgen und siehst dann wohl, wie gerade neben dir, bist auf die Tore zugetreten, einige Wachen, die dich ein bisschen misstrauisch mustern, weil du so sehr klein bist. Sie unterhalten sich da wohl auch mit vorgehaltener Hand, aber niemand spricht dich drauf an. Du kannst immer noch ihre merkwürdige Sprache hören, die aus keiner aventurischen Kehle zu kommen scheint. Und dann ist wieder alles weg. Du schwebst vor den Ruinen und betrachtest die anderen, die neben dir schwimmen. Ich sehe mich irritiert nach der Wache um, die gerade noch skeptisch geschaut hat. Bemühe mich dann aber nicht, den Anschluss zu verlieren. Die erste große Statue neben den zerbrochenen Toren der Stadt könnt ihr wohl erkennen. Eine pferdische, Effert recht ähnlich aussehende Statue. Ob 3-4 Meter groß, die neben euch aufragt und wohl ehemals die Flügel der Stadt aufgehalten hat und euch dann Einlass gewährt. Jetzt, wo alles überflutet ist, macht das wohl keinen Sinn mehr, das Stadttor zu benutzen, aber ehemals konntet ihr noch Mauern erkennen, die das Ganze eingeschlossen haben. Zu eurer Linken eine riesige Arena, die wohl den Verheerungen von Pyrdakor standgehalten hat. Auf der Rechten wohl noch ein zerborstener Tempel. Ihr könnt geschmolzenes Metall erkennen, was darunter zerlaufen ist. Und Symbole von alten Göttern, die euch allerdings nicht ganz geläufig sind. Vielleicht so eine Art Angrosch-Tempel, würdet ihr meinen. Zumindest hat das eine Amboss-Form, auch wenn der etwas zerlaufen ist. Die Häuser, die Ruinen, die vielleicht noch stehen, die Türstürze, kann man da abschätzen, ob die Wesen, die gelebt haben, etwa menschgroß waren? Größer. Also auch für dich 3 Meter groß. Ich nähere mich mal diesem seltsamen Schriftzeichen und gucke mir die mal genauer an. Könnte so eine Art Proto-Thulamidia sein. Ur-Thulamidia, aber auch das älter. Also da bräuchte man jetzt viel Zeit oder eine Sindegeweihte, die dann das betrachtet. Du kannst neben dir auch sehen, wie Aviander das Ganze misstrauisch beäugt und dann mit den Achseln zuckt. Verwandt vielleicht mit dem Krimk der Echsen? Nein. Interessant. Ja, da ich es nicht lesen kann, zog mir die Schultern und folgt den anderen wieder. Die sind wahrscheinlich weiter geschwommen. Ich schwimme mal neben Raphim und deute auf den Berg und signalisiere dann Thron oder Stuhl, falls es das Wort nicht gibt. Ja, der scheint zu nicken, schaut sich auch um, dass die anderen in seiner Nähe bleiben und deutet Verteidigungsformation, Feinde, Berg. Würde dann selber mit Mira vorne schwimmen. Dann bleib ich in seinem Windschatten. Ich würde meine Formation oder eine Kugel andeuten.
Poldax ist vor allem fasziniert oder vor allem angewidert von diesen zahlreichen Rissen, die hier klaffen. Und ja, Lava-Ausströmungen, die irgendwo in den Rissen sitzen und warmes Wasser daneben nach oben drücken, sodass es die ganze Zeit sprudelt. Ja, dann würde ich doch mal eine Neugierprobe würfeln, ob ich nicht erstmal zu dem Angor-Stempel hinschwimme. Denn das wäre natürlich schon interessant. Eine Selbstbeherrschung um 8 erschwert, weil 8 mein Neugierwert ist.